Dankeschön. Ja, sehr lieb, ach, hört auf. Hört auf. Ja, sehr lieb, ich fand es auch cool, wie gut er meinen Namen ausgesprochen hat, Alain Frey. Selten in Deutschland, ja. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Show, da wurde ich angekündigt. Da hat der Moderator extra so einen Zettel in der Hand. Und er meinte so, und jetzt kommt für Sie aus der Schweiz. Hier ist der Wunderbare. Hier ist. Allein und frei. Warum und? Kommen da zwei raus? So ganz seltsames Duo. Aber schön, dass ihr in Schweiz eingeladen habt. Ihr habt gemerkt, ich kann ein bisschen Hochdeutsch. Ich habe es extra für euch gelernt. Ja. Ich habe den Schweizer nicht ganz rausgekriegt. Ich merke das bei mir, wenn ich emotional werde. Also ich erschrecke immer auf Schweizerdeutsch und ich fluche immer auf Schweizerdeutsch. Und sind wir ehrlich, Schweizerdeutsch ist eine nette Sprache, aber du bist nicht der krasseste Typ, wenn du auf Schweizerdeutsch fluchst. Weißt du, wenn jemand zu mir kommt, du Wichser, ja lack mir am Zückerli. Du bist nicht so krass, ja? Das werdet ihr nie vergessen, ja? Probier das mal im Schlafzimmer auf, das ist super, ja? Ja, jetzt bin ich hier. Ich bin jetzt Comedian in Deutschland. Comedian ist ein sehr seltsamer Beruf, sind wir ehrlich. Ich meine, ihr guckt mir gerade dabei zu, bei der Arbeit. Das ist meine Arbeit. Und ab und zu gibt es grundlos Applaus. Gut, manchmal auch nicht, aber... Nein, das ist schön. Macht euch frei heute. Ich will, dass ihr euch frei macht. Das ist so bei einer Comedy-Show, man muss sich frei machen. Man muss einfach lachen können. Mein junger Freund hier vorne, wie heißt du? Ingolf. Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, davon würde ich mich gerne frei machen, aus dem Namen jetzt? Das war ein Spaß. Ingolf ist ein super Name. Ingolf, hast du irgendwas, wo du sagst, hey, wenn das nicht wäre, wäre es ein bisschen entspannter, wäre es einfacher? Arbeiten, was arbeitest du? Tischler, wie Jesus. War Jesus Tischler? Nein, der war Zimmermann, oder? Quatsch. Können wir das rausschneiden? Tischler, haben wir Beruf, super, das ist was Vernünftiges. Ich bin ganz ehrlich zu dir als Comedian, du wirst nicht ernst genommen. Komm, als Tischler ist cool, als Comedian, ich kriege die seltsamsten Fragen. Ein Typ meinte zu mir, hey, warst du schon immer Comedian? Ja. Ich kam bei der Geburt raus. Ich war so, zieh mal am Finger. Das hat sich totgelacht. Es gibt so seltsame Berufe, zum Beispiel auch, kennt ihr noch Liftboy? Das war ein Typ, der einfach im Lift war und einen Knopf gedrückt hat, wo du hin musst. Das war sein ganzer Job. Wie war da das Vorstellungsgespräch? Was können Sie? Gut, Sachen drücken, das kann ich. Ich war mal so richtig so auf dem Land und da war ich im ganz alten Hotel und da kommt der Fahrstuhl, ja? Und da war so ein Liftboy drin, als einziger. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber mir ist es immer unangenehm, wenn ich alleine mit mir im Fahrstuhl bin. Deswegen immer, wenn ich in den Fahrstuhl bin, da ist eine fremde Person, ich bin sofort so. Ja, ich gucke ganz natürlich diese leere weiße Wand da. Ich bin immer so, ja? Aber manchmal kannst du dich anders. Aber wenn dieser Liftboy drin ist, so egal, gehst rein, sofort wieder Mode, sofort wieder so, ja? Aber er war komisch. Er war so. Und true story, dann dreht er sich zu mir und macht so. Hey. Er hat geflüstert. In einem fucking Fahrstuhl. Wer will uns hören? Und ich so, ja. Haben Sie gerade gepupst? Nein? Dann war ich das. Und geht raus. Ich glaube, das war gar kein Liftboy. Das war ich ein Typ, der da war. Ich glaube, der schwierigste Beruf auf der Welt, glaube ich, will ich, ist, wenn man Eltern wird, oder? Das ist wirklich, dass du verantwortest. Auf einmal hast du Verantwortung für ein Leben, ja? Mein Bruder hat jetzt zwei Kinder. Ich habe zum ersten Mal zwei Neffen. Und ich sehe, wie so kleine Kinder Größen werden. Da habe ich gesehen, so kleine Kinder, die sind wie Azubis. Also nicht, weil die mir Sachen holen müssen oder so. Also das müssen die auch, aber nicht deswegen. Nein, die sind zum ersten Mal Menschen. Die waren noch nie Menschen. Das heißt, sie müssen lernen, ein guter Mensch zu sein. Und mein dreijähriger Neffe, hey, er ist unglaublich schlecht darin. Er ist der Schlechtste im guter Mensch sein. Seit er reden kann, umso schlimmer. Also hast du das Telefon funktioniert? Er geht immer ran. Du vorne geht ran so, jawohl! Ist okay, kleiner Hitler. Ist Mama da? Ja! Okay, kann ich sie haben? Nein! Du.
Deswegen meine ganze Hoffnung ist in den zweiten, weil der ist so eineinhalb und der fängt gerade so an zu reden. Da habe ich gemerkt, dass Mütter eine ganz andere Verbindung zu den Kindern haben, die du als Außenstehende gar nicht verstehst. Und wenn ich verstehen sage, mein ich verstehe. Ich saß mit ihm am Tisch, er war so neben seinem kleinen Sesselchen, daneben sitzt seine Mutter und er sagt Folgendes zur Mutter. Er sagt, ha, ich, du Babi, du mit Babi und der Röhm. Und du bist ein später und du weißt ja, was ich meine, weil bist Angst machen und was meinst du? Und die Mutter guckt ihn an und sagt, nein, nein, Papa muss noch arbeiten. Hätte er gar nichts gesagt. Nichts. Nothing. Und dann... Da kommt meine Mutter und sagt so, boah, der kann voll gut reden. Und ich so, nein. Nein, das ist furchtbar. Das muss man dem sagen. Wo führt denn das hin? So in 20 Jahren? Beim Vorstellungsgespräch? Warum wollen Sie hier arbeiten? Hier, eingestellt. Tischler. Es war ein Spaß. Es war ein Spaß. Es ist mir rausgerutscht. Das ist mir nicht rausgerutscht. Ich habe mir schon die ganze Zeit vor, das kriegt er alles zurück, der in Golf. Ich habe zum ersten Mal ganz alleine auf meinen älteren Neffen aufgepasst, ein ganzes Wochenende. Ganz alleine, in der Schweiz. Ja, er lebt noch. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind in der Schweiz so richtig auf dem Land, ja? Drumherum nur so Wälder, Kühe, klischeehaft. Und ich habe schon ins Bettchen gebracht. Und ich chill so unten, ich gucke so fern und auf einmal ruft mich so, er so, alle, alle, schnell, alle, alle, komm hoch, alle, 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 komm hoch. So, was ist los? Was passiert? Ich habe Angst. Vielleicht ist unter dem Bett ein Monster. Kannst du nachgucken? So klar, natürlich kein Problem, ich gucke nach. Nee, du, hier ist kein Monster. Vielleicht ist im Schrank ein Monster. Kannst du nachgucken? Natürlich, ich gucke am Schrank nach. Nee, du, hier ist auch kein Monster. Vielleicht, willst du mich verarschen oder was? Vielleicht ist im Keller ein Monster. Kannst du nachgucken? Hör mal zu, kleiner Mann, ich guck doch jetzt nicht im Keller nach. Ja, aber ich kann sonst nicht schlafen. Also guck ich. Als erwachsener Mann im Keller nach, ob da ein Monster ist. Und während ich die Stufen runtergehe, in diesem alten Haus, und es knarrt so, denke ich mir auf einmal, was, wenn doch. Ich meine, ist es das wert? Nur weil der kleine Schisser nicht schlafen kann? Ich bin ein erwachsener Mann und ich gehe nicht weiter. Ich gehe zurück. Eigentlich nicht normal zurück, ich gehe rückwärts zurück. Weil jeder weiß, Monster greifen nur an, wenn du dich umdrehst. Und ich gehe in das Zimmer von meinem Neffen und er ist weg. Er ist weg. Und auf einmal, boom, ist der kleine Spacko hervor, schon mal hat mich erschreckt. Und ich stehe so an der Wand, ja, lack, Madame Zückerli. Aber 4 Stunden später, mitten in der Nacht, als er tief und fest geschlafen hat, bin ich in sein Zimmer. Und ich meine so, buh! Und er so, ich so, nein, nein, Papa muss noch arbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören, Dankeschön, genießt auch die Show. Vielen Dank, danke. Papst Franziskus hat ja gesagt, er ist ein Papst der Armen. Und da bin ich schon mal draußen. Ja. Bessere Verdienende werden einfach vor die Tür gestellt. Ich meine, ich würde gerne weniger verdienen. Naja, wie soll ich es machen? Ja.